Hallo Leute, wir sind zurück bei How to Survive 2 mit den Chappie und mir und der andere ist nicht da. Die 2 hat es quasi schon beschrieben. Ja, die heilige Aber Batterie hier raus, das ne? Wort Die Ice Age. machen wir. Genau, wir machen die nochmal. Die heilige Batterie haben wir jetzt leider schon ein paar Mal gesehen. I have Aber it da gibt now. es halt And I angeblich das found it Garn, again. was wir And haben wollen, den damit er die Draht. geile Waffe kriegt. Ich mach die aber ein bisschen leichter, damit man Ja, schneller mach durchkommt. einfach so Viel leicht wie es Trickster. geht, ja. Fuck it. Gibt ein bisschen weniger EP und so, glaube ich, oder? Ich Ja, weiß das aber gar man nicht. stirbt aber auch nicht mit einem Hit die ganze Zeit. Aber vor allem halt kommen wir relativ schnell durch. Jeder kennt die Mission inzwischen wahrscheinlich. Ja, da der andere aber nicht da ist, müssten wir uns jetzt so viel Scheiß schnappen, wie möglich ist und bauen uns das geilsten Shit, den es gibt, damit er nichts abkriegt. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, Wo wir ist müssen denn uns der? gleich mal gucken, was man für Rüstung und so braucht. Ja, machen wir mal. Also nach dieser Mission gucken wir mal, was man so alles craften kann. Wir können die EP, die wir jetzt hier bekommen, auch einfach in unsere Crafting-Stellen stecken. Sodass wir dann möglicherweise noch bessere Sachen bauen können. Ach, man muss bei Crafting was reinstecken. Ja, du musst sie abwerten, ne? Die Dings, meine ich. Also die Gebäude aufwerten. Achso, ja, aber davon hat er ja auch was. Ja, das ist ja egal. Aber wenn er keine Mats mehr hat, dann sind die ja für uns. Aber so gefällt mir schon viel besser die Mission, ne? Wenn ich die einfach one-shotten kann mit einer Armbrust, zwei Stücke. Aber ich brauche immer noch 2 Schüsse. Also auch nur einer weniger. Ja, ich kann zwei Kerle jetzt mit einem Schuss one-hitten, wenn sie nebeneinander stehen. Ja, das ist sehr schön für dich. Ich Ja, brauche die immer noch Armbrust hat da 2. Durchschlagskraft, ne? Aber das ist alles nicht so wild. Ich gehe nämlich mal hier rechts Aber meine raus. Armbrust ist auch noch nicht so alt wie dein Bogen, muss man Ja, sagen. das stimmt. Aber der Bogen ist trotzdem cool, zielt schnell, relativ schnell. Das tut die Armbrust nicht. Beim nächsten kommt dann halt so ein Zielfernrohr. Auch wenn ich mich frage, wie man das anbringt. Ja, Aber keine die werden Ahnung. das schon wissen. Werden wir dann schon sehen. Ah, hier ist leider nix. Ich schaue mich hier mal um. Also bevor ich in die Kirche gehe. Ja, klar. Jetzt haben wir diesmal keinen, der hier außen alles durchsucht. Das heißt, das müssen wir jetzt selber machen. Ja, weil er seine Abneigung gegen Kirchen hat. Ist natürlich jetzt der einzige Nachteil, den wir jetzt haben. Das Dumme ist, dass der Kunde meine Pfeile eigentlich noch hat. Ja, ich habe auch kaum noch Pfeile, lustigerweise. Aber das geht schon. Im Moment sammle ich sie auch immer direkt auf. Oh. Stahlschraube. Pflänzchen. Machen Stoff, wir Stoff, hier doch Stoff. erstmal zu. Wieso geht denn die Tür hier nicht zu? Vielleicht, weil sie kaputt ist. Doch, doch, sie ging jetzt zu. Ich stand da anscheinend irgendwie ein bisschen komisch. Wobei ich ja trotzdem echt sagen muss, dass mir Teil 1 ein bisschen besser gefiel bisher. So einfach, weil es halt wirklich so ein Gebiet war, was man so nach und nach freigeschalten hat. Ja, waren aber verschiedene Inseln, ne? Ja, das Aber schon. man konnte halt die ganze Zeit darauf rumlaufen. Aber Und nicht jetzt einfach ist immer halt. hier durch den Ladescreen und. Genau, jetzt ist halt alles so instanziert. Hat auch seine Vorteile. Aber ja, es ist Geschmackssache halt. Ne? Mir gefiel. Und das Crafting gefiel mir in Dings besser, muss ich ehrlich Ja, sagen. das war in Teil 1 um einiges besser. Da konntest du einfach zusammenstecken, die Sachen. Und ja, dann war es halt Tutti halt. Dann, je nachdem, man konnte zum Beispiel einen Reifen, wenn man den hatte, Ja, man konnte halt irgendwie. probieren, was jetzt nicht mehr geht. Genau, konntest einfach mit einer Machete zusammenpacken, den Reifen. Dann hattest du irgendwie einen Gürtel, konntest daraus dann machen und so. Aus den Reifenstücken, die man dann hatte. Das war schon ein nettes Crafting-System. Das ist hier leider nicht ganz so. Das ist jetzt hier auch nicht schle super schlecht oder so. Gar kein Fall, aber. Man ist halt ein bisschen eingeschränkter, dadurch, dass man die Gebäude braucht und so, ist man ein bisschen weniger Wow. flexibel. So wie der flexible Schlauch, den ich hier gerade gefunden habe. Um mal wieder Richtung, was hier gerade passiert, zu kommen. Zack, Boomer weg. So. Wieso muss ich hier eigentlich so viel aufknacken, wenn hier dann doch nirgendwo was ist? Das ist doch echt blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber macht ja nix. Stahlbolzen. Na komm schon, Zombie. Bist du schon in der Kirche? Nee, ich bin immer außen. Hast du links mehr als ich? Rechts hat er was? Weiß ich nicht. Ich Bei mir war war nur ein rechts Haus. noch nie. Bei mir war nur ein einziges Haus zum Durchsuchen.
Ja, also ich bin jetzt. Also in den Haus war ich bis jetzt noch gar nicht, bin bis jetzt nach außen rum rumgelaufen. Ja, das konnte ich zum Beispiel gar nicht, da war schon alles abgeriegelt. Und halt genau das meine ich so. Genauso wie Wasserflaschen auffüllen, ne? Das ist ja, ja eins der dümmsten Sachen, die wir hier bisher hatten. Vor allem, du kriegst leere Wasserflaschen. Ja, aber damit du sie dann an den Dings benutzen kannst. Wahrscheinlich. An was? Ja, an Kochen halt. Und so. Um Saft reinzumachen und sowas. Ja. Möglicherweise auch das. Ja, was hau auch dumm. Also einfach an Wasser gehen eigentlich und die Wasserflasche auffüllen und fertig. Also würde ich's machen. Und was ich natürlich richtig lustig fand, waren die Grabsteine, ne? Ja, die waren klasse. Dass man einfach gesehen hat, wie viele Leute irgendwo schon gestorben sind, sodass man immer eine Ahnung hatte, jo, das könnte vielleicht ein bisschen gefährlich werden. Okay, jetzt habe ich hier alles durchsucht. Komm mal zurück. Ja, ich bin jetzt auf der rechten Seite vor der Kirche. Da wo es bei mir eben abgeriegelt war von der anderen Seite. Jetzt bin ich hier auf der hinteren Seite sozusagen. Aber auch bis hier bin noch nicht wirklich was gefunden. Ich hoffe nur, dass ich meine Pfeile finde. Oh, ich laufe jetzt hier auf der linken Seite vor der Kirche rum. Oh, ich bin zu schwer beladen, ey. Schon. Hast du einen Motor gefunden? Ne, Zement. Aber Zement ist schwer. Ja, aber Zement brauchen wir bestimmt für irgendwas. Aber Zement haben wir ja schon ein paar Säcke. Ja, aber na, immer alles mitnehmen. Ja, wenn zu schwer beladen ist, ist es kacke. Ja, 130%. Ich meine, du bist ja auch noch da. Wenn wir jetzt wieder zusammen rumlaufen, dann kannst du jetzt einfach hauptsächlich aufheben. Und dann geht das schon. Bin ich mir sicher. Sicher. Ist mein Pfeil sonst wohin geflogen? Oh, deswegen klaust du mir meinen Bolzen. Ja. Das ist die Strafe, ey. Gehst du rein oder soll ich rein? Ich geh ganz nach oben. Komm, lass mal zwei Leute entgegen, die mich erstmal hauen, ne? Tja, das ist natürlich ein bisschen Pech. Habe ich natürlich gesehen, deswegen bin ich zurückgegangen. Hier war ein kleines Medipack. Jetzt komme ich zurück. Was ganz oben? Jo, kleines Medipack halt. Oh! Man springt runter und wird einfach den Rücken geboxt, ne? Ach, ist mir auch runter. Hier ist noch ein Dings. Knacke ich doch erstmal. Ich bin ja der Meisterknacker. Hier noch irgendwas zu knacken oder so. Oder zum Einsammeln. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Mach ich mal auf. Dann mach's mal auf. Oh lol, ich hab ganz daneben geschossen. Ne? Der Schuss war eigentlich voll aufgeladen, das hat aber nur 300 Schaden gemacht. Ah, hier hinten sehe ich meinen Pfeil doch. Kann man hier durch? Nee. Ich schieb das Shit hier schon mal. Huch. Nachdem ich raufgeklettert bin, natürlich. Man muss mich erstmal ausprobieren, hält das überhaupt, ne? Ich kann das ja nicht dahin schieben und einfach hoffen, dass es klappt. Deswegen erstmal ausprobieren, bevor man irgendwo raufklettert. Jetzt krieg ich meinen Bolzen nicht wieder. Ein Bolzen ist kein Bolzen. Das stimmt zwar, aber wenn ich nur noch 10 Stück habe, ist ein Bolzen viele Bolzen. Nein, das ist eigentlich immer noch einer. Ja, 10% mehr als das, was ich besitze. Ja, das ist wohl korrekt. Aber so kleinkariert wollen wir jetzt ja nicht sein. Wozu schieße ich überhaupt auf die, wenn du die dann direkt danach killst? Weil du schneller nachhören kannst als ich. Oder schneller zielen kannst als ich. Ja. Ist das ein Argument? Mir ist immer noch nicht ganz klar. Junge! Flitzer! Flitzer?
Ich bin erstmal eine Runde duschen, also störe mich jetzt mal nicht, ja. La 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 la. Alter, was die Flitzer reinhauen. So. Oh, ich habe hier das Gegenteil von einem Flitzer. Wobei der lustigerweise auch ganz schön schnell wird, wenn er einmal angeschossen wurde. Ah, wenn auf die Fresse rechts sind die Flecken. Irgendwo haut jemand was dagegen. Ach, muss ich mal wieder knacken. Na los. Die magischen Finger spielen lassen. Dann bin ich hier drin. Aber das Dumme ist halt auch, dass man hier nicht nebenbei craften kann. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel keine neue Munition craften, wenn sie alle ist. Echt nicht? Munition konnte man bauen nebenbei. Klar. Aber ich habe keine Machete. Ja, ich aber. Ich habe 4. Kannst du echt eine Munition bauen? Ja klar. Deswegen habe ich Machete nochmal mitgenommen. Ich will doch nicht plötzlich nackt da... Oh, da kommen 2 Verticos rein unten. Hab die Tür zugemacht und warte, dass sie kommen. Was sagst du so leicht, wenn die zu mir kommen? Au! Oh, Alter, ich hab mich einfach umgehauen, ja. Oh, du dumme Sau, du! Ja, ich dachte, die haben Angst vor Licht! Und der ist tot. Oh, meine auch. Ich hab auch fast, ja. Alter. Ich auch fast, aber ich hab zum Glück noch ein Medipack hier irgendwo, da. Kleinen Verband eigentlich nur, ist egal. Das ist erstmal gut genug gewesen. Okay, dann. Puh. Ich hasse diese Verticos. Ich auch. Alle. So, wo gehen wir jetzt längs? Erstmal. Oh, oh, den habe ich ja. Wie konnte ich den denn übersehen, ne? Dann bin ich uns klar jetzt. Also ich möchte ja nicht plötzlich mit nackten, ne, mit einer nackten Waffe dastehen, deswegen immer eine Machete dabei, immer ein bisschen Holz dabei und dann wird im Notfall gecraftet. Ich kann zwar nicht irgendwie besondere Pfeile, so wie mit Federn oder sonstigen herstellen, aber das brauche ich auch nicht. Ja, überhaupt, welche sind besser als Keilhalme? Du brauchst die Batterie dann, oder? Die ist wahrscheinlich anscheinend diesmal auf einen anderen. Gibt doch 2 hier. Oh, nein, nein, Alter. Flitzer. Langsamer. Boomer. Boomer! Oh fuck. Okay. So ist denn das Ding hier? Achso, dafür. Warum Flitzer? Lass das da oben bitte das Kupferdraht sein. Und ein Hund. Boomer! Und ein Pelikan. Alter. Hier ist ja aber ein richtiger Zoo am Start. Das ist ja. Das ist ja, ne? Das ist ja. Ich hoffe nur, wir sehen keine weiteren Verticals mehr. Das hoffe ich auch. Kupfer, Gießform. Und Dings habe ich immer noch nicht. Ich glaube, da ist hier oben auf dem Van. Er klettert hier nicht hoch. Ja, weil das nicht so einfach geht. Da brauchst du wieder so eine Kiste irgendwo her. Ja, die habe ich ja. Ach so. Dann Visionen, ne? Er klettert einfach nicht hoch. Warte, warte, warte. Ich glaube, die stellt man auch nicht dahin. Ich glaube, du machst das so. Ja, da habe ich sie schon stehen gehabt. So. Nee, ich glaube. Ich glaube tatsächlich, weil das ist alles nur zu steil. Ja, ich könnte dir auf das Ding auch ohne dieses Ding. Ja, ich weiß eigentlich schon. Stahldraht. Oh, kein Kupferdraht? Nee, Stahldraht halt. Okay. Aber jetzt konnte ich hier noch nicht alles durchsuchen. Weil ich hier runtergesprungen bin. Ich habe nämlich gesehen, da ist ein Mate in Not. Da muss ich erstmal helfen. Oder ich habe gesehen, dass es da Loot gibt und ich musste erstmal looten. Man weiß es nicht.
Komm ich in den Boss rein? Ich glaube nicht. Ja, aber in dem Boss ist eine Heilpflanze. Reifenstück. 147%. Naja, was soll's. Ja, noch laufen halt. Man trägt nur einmal. Hier auf der Seite ist nichts mehr. Obwohl, ne, die Häuser habe ich schon abgesucht. Echt? Ja, die waren von der anderen Seite. Okay. Ja, dann. Ne? Geht's auf die rechte Seite. Geht's auch. Wollen wir erstmal Norden. Ich kann gerade, ich habe keinen Ausdruck mehr. Ich brauche erstmal ein bisschen. Wollen wir erstmal Norden oder? Ich würde erstmal. Ja, im Norden die Häuser können wir eigentlich tatsächlich erstmal gucken. Rechts wird dann ja der andere Dings sein irgendwo. Der Parkplatz. Oder er könnte auch im Norden sein, ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. In dieser haben wir auch noch nie die Pfeile gefunden, ne? Auf dieser Map. Doch, haben wir schon mal gefunden. Echt? Ja, einmal glaube ich. Ach, ich glaube in diesem Haus war er schon. Ich gehe mal in das Haus hier. Das sieht mir neu aus. Kunststoffklemmschelle. Alles klar. Und das Badezimmer ist abgeschlossen. Warum schließen die denn das Badezimmer ab? Da kommt jemand rein zu dir. Wer ist dieser jemand? Ein Flitzer. Na komm, du Flitzer. Ja. Guck mal, das nächste Haus und rein. Oh. Ich hab den Flitzer kurz wegradiert. Hammer. Ausradiert. Weggefingert. Aluminiumplatte. Motorgehäuse. Aber hier ist nichts mehr. Ich komm, ich spring. Man kriegt nur irgendwelche Schusswaffen-Scheiße die ganze Zeit. Aber Schusswaffen sind von der Wiederverwendung der Munition nicht so gut. Ja. Oh oh. Ich hab aus Versehen, wie auch immer, den Alarm hier ausgelöst von dem Stahlrost. Ich muss mal kurz hier vorbei, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Hinter dir. Ich hab doch Rückendeckung. Und ein paar Armbrustholz. Jetzt kann ich fast gar nicht mehr laufen, jetzt sieht man schon. Aber ist nicht so wild. Wir müssen noch weiter suchen, weil wir brauchen ja dieses eine Drahtstück. Ja, ich weiß, ich weiß. Alles klar. Ich hab nur noch 5 Armbrustbolzen. Ich hab auch nur noch 16 Pfeile. Das ist okay. Kommt nur ein Torso entgegengelaufen. Ey. Notfalls habe ich nämlich noch. Also zum Bauen meine ich. Oh, 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 oh. Ich komme raus. Da sind nämlich 2 Flitzer drin. Okay, der eine ist verpackt. Beziehungsweise der hat ziemlich lang gebraucht, bis er da war. Dann komm runter. Schlösser knacken, ey. Es ist einfach. Sind wir, als wäre ich geboren für diese Welt. Wie sagt man denn? Egal. Die Dusche in ein extra Zimmer, ey. Ich weiß es auch nicht. Vor allem ist auch die Toilette zum Beispiel immer abgeschlossen, ne? Nylongarn, Kupfer, Steigbügel, Pfeile. Ich habe eine Pfeile gefunden. Cool. Nächste Haus noch abchecken. Die Pfeile haben wir auf jeden Fall schon mal. Hätte dir jetzt noch ein Zombie dann? Oh ja. Alle im Klo ist ein Zombie eingesperrt, ich lasse ihn mal drinnen.
Im Kloster ist eh nie was drin. Ich weiß, in diesem Mail ist was drin gewesen, aber. Ja. Stahlplatte. Das ist irgendwie ein Haus, was ich noch nie gesehen habe. Wieder mal ein Schloss knacken. Zerbrochene Brille. Jawohl. Noch eine. Hast du was zu trinken? Ja, ich müsste eigentlich langsam abladen, ne? 211%, Leute. Kein Ding. Ich glaube auch, der einzige Nachteil ist, dass man schneller essen und sowas verbraucht, glaube ich. Wenn man sozusagen mehr Energie aufwendet oder so. Genau weiß ich es nicht, aber... Das heißt, genau weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber es wirkt so, weil ich habe alles da oben angezeigt, obwohl ich vorhin erst getrunken habe und so. Na, wir rennen auch viel, ne? Muss man sagen. Ja, klar. Eigentlich dauern, ne? Ja. Ah, und? Ja, ich habe gerade in der Sekunden mehr gemacht. Die vier. Ah, hier oben ist noch ein Ding. Aluminiumplatte, Stahlfeder. Ist so ein Scheißhaus. Ja, ich meine, wenn nicht, dann nicht, ne? Dann. Oh, hier ist aber noch ein. Ist abgeschlossen. Zerbrochene Brille, Aluminiumdose. Naja, ich glaube, das wird nichts. Flexibler Schlauch. Daher, ich gehe schon mal raus aus der Mission. Wir können ja noch weiter nach Süden. Nee, oder? Bei mir auf der Karte geht's noch weiter nach Süden. Ich glaube, da war direkt abgesperrt dann hier. Ne, hier ist zu, okay. Ja, sag ich doch. Okay, ich gehe jetzt schon mal raus. Muss erstmal abladen, das ist einfach zu viel jetzt. Ja. Okay, die Kiste. Ich denke, das Bauen, das packen wir einfach gleich in eine eigene Folge, wo wir einfach nur mal gucken, was wir genau alles bauen können und so. Was wir alles wegbauen können, damit er nichts kriegt. Was wir alles wegbauen können, ganz genau. Looten hier. Erstmal noch hier alles looten. Und. Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge.